Die werfen ihm alle noch so ein bisschen, ne, fragende Blicke zu. Falk sollte sich eigentlich mal irgendwas überwerfen. Sei es nur irgendein Schafsfell oder so. Das würde ein wenig... Ne? Ach, da unten. Würde ein wenig helfen bei der Tarnung. Ja, nicht wirklich Tarnung. Ich meine, er darf ja sich anscheinend hier aufhalten. Die greifen ihn nicht einfach so an. Ah. Ja, aber es fällt halt doch auf. So war jetzt die Hütte, wo wir den suchen sollten. Dass ich den Setzer Oryk aufsuche und herausfinde, was mit ihm nicht stimmt. Er hat bei Oryk eine merkwürdige Verzerrung des Mana-Feldes festgestellt. Ihm würde er nichts sagen, aber mir vielleicht. Okay. Da unten ist er. Verdammter Technikkram. Hey, du. Arbeiten auf dem Feld wäre nichts für mich. Nee, nee. Wie läuft die Arbeit hier auf den Feldern? Es läuft, wie es immer gelaufen ist. Born bekommt von Kaldrim das Mana geliefert und wir züchten damit die Setzlinge. Es wäre nicht sehr aufregend, wenn nicht die gelegentlichen Mutantenangriffe wären. Aber da hat Jax ja geholfen, ne? Also sollte eigentlich recht gute Karten hier bei den Setzern haben. Klappt die Arbeit mit Kaldrim gut? Ja, also, ja. Naja, es ist nicht immer ganz leicht. Kaldrim ist sehr strikt in seinen Regeln. Bei ihm ist kein Platz für Experimente. Was meinst du mit Experimente? Ach, es ist nichts. Nur, ich meine, ich versuche gerne mal etwas anderes als die üblichen Techniken. Ich bin der Meinung, wenn wir nichts Neues versuchen, dann werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Nicht unbedingt die beste Einstellung bei den Berserkern, ha? Was hältst du von Baum? Er ist ein guter Chef. Ich arbeite gern mit ihm zusammen. Er lässt mich sogar manchmal experimentieren. Tut er das? Was machst du so in deiner Freizeit? Oh, das Übliche halt. Ich gehe in die Taverne oder treffe mich mit Freunden. Ab und zu arbeite ich sogar freiwillig weiter. Irgendwie entspannt mich die Arbeit. Du arbeitest in deiner Freizeit? Ja, das kommt manchmal vor. Weißt du, nicht alles, was ich hier mache, ist von oben abgesegnet. Und da kann es praktisch sein, nachts zu arbeiten, wenn niemand zuschaut. Was für einen Vorteil könnte es haben, sich hier zu verraten? Also er macht irgendwas, was er von oben her nicht machen darf. Das ist Jax ziemlich egal, der hat schon so viel Mist hier gebaut. Das macht keinen Unterschied. Nee, gucken wir erstmal, was er genau da am Laufen hat. Klingt interessant. Erzähl mir mehr. Schön, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr von deinen Experimenten. Du scheinst ganz vertrauenswürdig zu sein. Genau. Außerdem muss ich zugeben, dass es mir schon länger unter den Nägeln brennt, jemandem davon zu erzählen. Also gut, ich erzähle dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Werde ich nicht. Also ich habe ein kleines, sagen wir, Selbstexperiment durchgeführt. Wenn ich damit Erfolg habe, wird es das Wesen der Berserker von Grund auf ändern. Ich habe einen gesunden, reifen Setzling ausgepresst und den Saft getrunken. Ich habe das Gefühl, als würde ich alles verstehen. Ich meine alles. Es ist unbeschreiblich. Du bist also high. Okay. Hast du auch etwas davon für mich? Bist du wahnsinnig? Ein Setzling, der reif genug ist, um in die Welt getragen zu werden, kommt frühestens alle halbe Jahre mal vor. Der Rest schafft es nicht. Ich hatte Glück, einen zu finden, ohne dass jemand dabei war. Ich merke bereits, wie eine Veränderung durch meinen Körper geht. Nicht mehr lange und ich werde eine Evolutionsstufe aufsteigen. Wenn du das sagst. Genau meine Reaktion. Wenn ich nochmal einen Setzling in die Finger kriege, dann ist es endlich soweit. Aber genug davon. Nicht, dass uns noch jemand hört. Das nächste Mal bekommst du was ab. Versprochen. Ich sollte jetzt wieder los. Wir sehen uns. Also er hat einen Setzling gefressen. Ja, das wird ähnlich ablaufen wie bei Elex, vermutlich.
Also nur, dass er dann kein Maschinenmutanten-Ding wird, sondern ihm werden dann irgendwie Äste aus den Ohren sprießen oder irgendwas in der Richtung. Weil es halt Mana ist und kein Elex. Also die Kehrseite von dem Ganzen. Das könnten wir jetzt verraten. Das findet er bestimmt nicht so toll, aber ja. Ja. Es hat nicht wirklich einen Vorteil, ihn nicht zu verraten. Weil alle halbe Jahr mal darauf warten, dass er vielleicht einen Setzling findet und dann davon was abbekommen und selber Äste aus den Ohren zu bekommen. Erpressen könnte man ihn. Aber als Setzlingsarbeiter wird er nicht so wirklich viel Splitter übrig haben. Nee, so ist schon gut so. Gehen wieder hoch, sagen es dem alten Mann. Dann wird auch ein wenig Jacks schlechtes Gewissen da besänftigt. Wobei er allgemein ja nicht so viel von dem Gewissen hat. Aber das war schon krass mit dem alten Mann irgendwie. Weil der war wirklich so nett und hat nicht geschimpft und hat immer wieder eine Chance gegeben. Hier, du kannst noch das machen, du kannst noch das machen, obwohl alles vorher nicht so ganz geklappt hat. Da, ne? Ist das schon schwer. Also können wir jetzt wenigstens mal einen Auftrag richtig für ihn machen. Na, wo bist du denn? Wegen Oryk. Hast du herausgefunden, was ihm zugestoßen ist? Ja. Sehr gut. Erzähl mir alles. Diese verdammten Idioten vom Hammer-Clan. Wie kann man denken, dass das eine gute Idee wäre? Naja, trotzdem danke für diese Information. Den werde ich mir jetzt vorknöpfen gehen. Und es gab ein bisschen Kohle. Okay. So, was haben wir denn noch so alles Schönes zu erledigen? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Raketenbohnen. Das sind jetzt Rocket Beans. Ist das eine Anspielung auf die Jungs? Wenn ich erfahren will, warum die Bohnen auf Magellan umherziehen, sollte ich mich genau Audiologs umsehen. Aber die werden wohl kaum markiert sein. Ah, doch. Schön, dass die alle einen Transponder haben, die Audiologs, aber die sind so weit verstreut. Nee, das ist nichts, was man aktiv angehen sollte. Das kommt mit der Zeit. Technik. Ha. So, Edan. Setzerbrot suchen wir immer noch. Waffe holen wir nicht. Wald. Kurz, da wollte ich vorher noch ein bisschen mehr hier machen. Ne? Berserker. Da sollte ich Duras mitnehmen. Nee, das ist alles für später. Ja, so wirklich, was Aktives hier drin hätte ich jetzt nicht mehr. Wie schaut es mit Splittern aus, dank der Mission? 1639. Wir können also... Oh. Mal ein Schild tragen. Das könnte den Kampf auch noch verbessern. Hier haben wir leider kaum noch Punkte. Und wenn, dann sollten wir die Punkte so investieren, dass er als nächstes den Jagdbogen... Oh, das dauert noch. Ja, zwei Stufenanstiege. Den Jagdbogen tragen kann. Rüstung hatten wir hier alles aufgekauft. Was für Nacken fehlt noch, aber da ja, finden wir schon noch bei Zeiten was. Das kann raus. Nee, nimm mal Waldputz rein. Ich überlege gerade, ob man noch irgendjemand hier reden könnte, um vielleicht noch einen Auftrag zu bekommen. Wir waren jetzt schon wirklich ausgiebig hier drin unterwegs. Vielleicht noch mit Ragnars Frau, aber die ist nicht wirklich gut davon zu sprechen. Ragnar selber auch nicht, außerdem haben wir das Schwert geklaut. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab. So.
Stufe 2 ist noch viel schlimmer. Die ganzen Helme haben wir. Ja, Holzpfeiler. Unbedingt neue Holzpfeiler kaufen. Die gingen so schnell weg. Ring der Verteidigung ist der Ring, den wir bereits haben, richtig? Ne, wir haben Ring der Härte. Was macht der Verteidigungsring? Maximale Ausdauer, Paradestärke und das war's. Ne, Gesundheit ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Akzeptieren. Ja, waren jetzt aber nur 60 Pfeile hier. Ja, die Splitter können wir natürlich auch gut in Training investieren. Allerdings ist der Trainer, zu dem ich gerade hin wollte, um ein wenig mehr Trefferpunkte und Rüstungsgehabe zu bekommen, der ist irgendwie tot. Da ist sowas passiert. Gleich mal auf der Schiefertafel gucken, wo noch so Lehrer sind. Ist alles noch ein bisschen zu weit weg. Da. 80 inzwischen. Oh, kann das sein, wenn wir hier regelmäßig viele Pfeile kaufen, dass er seinen Bestand erhöht? Wäre sehr wirtschaftlich von dir. So mitdenken und so. Angebot und Nachfrage. Aber könnte einfach nur Zufall gewesen sein. Oder ich habe vorher gar nicht drauf geachtet, wie viele da im Angebot sind. So, wir haben Handwerkslehrer, Persönlichkeitslehrer, Kampflehrer. Komm, Mark. Ja. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Sehr viele. Es war sehr unübersichtlich da drin. Und Falk, halt dich mal ein bisschen zurück hier. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Auch die Geschichte. Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen-Clan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammer-Clan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Also ich glaube inzwischen, wenn alles rauskommen würde, würde niemand hier Jax noch mögen. Außer vielleicht Cormac. Ich glaube, Cormac wurde noch nicht übers Kreuz gelegt, oder? Bring mir etwas bei. Ja. Jop. So. Du bekommst Fernkampfwaffen. Ja. Du bekommst... Oh, da fehlen 5 Punkte. Und wir haben keine Lehrpunkte mehr. Ja, das habe ich doch glatt vergessen, dass das auch begrenzt ist. Das wird sehr hilfreich sein. Also gerade die Mutanten... Also die mit dem komischen Arm und so zombieartig aussehend, die halten doch ziemlich, ziemlich viel aus. Da können die Perks helfen. Aber jetzt auch der Fernkampfschaden sollte schon mal ganz gut dabei sein. Fleisch? Da fehlt noch was. Ne, nichts mehr. Ja, guti. Denn ab in den Wald. Immer dieser Technikkram. Waldputz ist aktiviert und wir müssen da hinten hin. Das machen wir mal ein bisschen anders. Wir gehen mal hier unten zum Flussdelta, wo die Jungs ihr Butlerfleisch haben wollten. Also Setzerfleisch oder wie auch immer. Gehen von hier aus Richtung Westen, einfach mal um zu gucken, was hier so ist. Und dann arbeiten wir uns langsam in die Richtung vor. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwelche neuen Aufträge oder halt schöne Ruinen zu plündern. Von hier Richtung West. Ja, jetzt habe ich hier Heilpflanze gleich mitnehmen. Und alles an Jagdwild, was nicht allzu stark aussieht, mitgenommen. Zum Beispiel da. Ganz regulärer Raptor. Der sollte doch wohl zwischenmachbar sein. Vor allem mit Falk dabei.
Besitzerbrot. Bist du alleine? Oh, der sieht gefährlich aus. Na komm. Ich helfe dir. Ja, hoffe ich doch mal. Oh, der hält viel aus. Der hält viel aus. Ja, Hammertime. Er geht richtig ab, weil... Das Team läuft ganz gut. Das Teamwork. Und. Nein. Nicht gleichmütig werden. Okay. Was hast du denn so Schönes dabei als Veteranen-Raptor? 5 Krallen und 7 Federn. Ja, ein Rezept, um Pfeile selber herzustellen, wäre auch ganz nett. Wobei das jetzt die ersten Federn sind, die Jax gefunden hat, also, irgendwelche Vogelnester oder so zu finden, wäre vielleicht noch ganz schnieke. Damit man nicht jedes Mal Raptoren töten muss, 20 Pfeile reinballern, um wir dann... Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. 20 Pfeile reinballern, um dann 3-4 Pfeile herzustellen, das ist nicht so toll. Ist da unten was drin? Nö, ist nur ein kleiner Tümpel. Was war das hier mal? Also da ist aber eine Wohnanlage, aber das mit dem kreisförmigen, wohnartigen Ding, das sieht ein bisschen komisch aus. Ein Silo oder sowas in die Richtung. Wassersilo vielleicht? Ich halte mich schon wieder zu weit Richtung Norden, oder? Gehen wir mal zu den Gebäuden da hinten hin. Seelenkraut. Stopp, da war gerade was. Ah, kannst draufklettern, ja toll. Muss nicht immer alles draufklettern. Mitnehmen ja, draufklettern nein. So, ach, das ist das die Jägerhütte? Nee, ne? Da müssten wir eigentlich in einer ganz anderen Ecke sein. Die Palisaden sehen so ähnlich aus. Nee, die Jägerhütte ist die hier. Aber ich habe das Gefühl, ja, waren wir schon mal. Hallo? Also, war da was? Ja, Raptoren, okay. Stimmt, ich glaube, wir waren hier wirklich schon mal und haben dafür gesorgt, dass ein Typ oben aufgefressen wurde. Die Hütte könnte das gewesen sein. Dann musste hier irgendwo eine angenagte Leiche rumliegen. Ja, es wäre verboten, das theoretisch zu... Oh. Doch nicht aufgenagt. Was eigentlich macht? Hast du hier nichts zu suchen. Ja, deswegen haut dein Kumpel gerade bei mir ein. Bist du einer von den fleischfressenden Einsiedlern? Oh. Aber kein Jetpack, ja? Zerlegt gerade seine Einrichtung. Nur mal kurz gucken, ob die irgendwas Wertvolles haben. Haben eine Schnapsbrennerei. Das könnte schon mal sehr wertvoll sein. Aber kann man nicht wirklich vorstellen, dass Jax jetzt hier wochenlang irgendwie was brennen möchte. Nee, lassen wir die in Ruhe. Man könnte die zwar umhauen, aber... Die haben Gewehre dabei, das könnte auch gefährlich werden. Also, nö. Gehen wir lieber hier ein wenig auf hier. Da drüben! Von
Nimmst du das Schild nicht in die Hand? So, das würde ich mich ganz gerne mal ausprobieren. Einhändig parieren mit einer Waffe ist nicht so wirklich praktisch gewesen. So geht das einigermaßen. Bist du da hinten alleine, Raptor? Schaut so aus, oder? Okay. Keiner hat gesessen. Ein Kampf! Das war zu früh. Und genau. Ihn angreifen lassen und dann erst ausweichen. Das war ganz knapp vor der Nase. Seine Nase. Da reicht doch langsam das Fleisch nicht mehr. So, wieder nach Norden? Nein. Genau, also der Gebäudekomplex war jetzt mit den Einsiedlern, die sind zwar aggressiv, aber nicht, ne, wirklich bösartig. Die verteidigen einfach nur ihr Haus, was sehr verständlich ist, wenn komische zwei Typen da auf Jetpacks angeflogen kommen und alles mitnehmen, was nicht nur nagelfest ist. Haben wir noch an Gebäuden hier? Im Süden ist noch ein einzelnes Gebäude auf so einem Hügel drauf. Das könnte einprägsame Region noch interessant sein. Sonst noch irgendwas oben? Heiltrank, Wein. Bist geklettert. Okay. Eben das seine. Also Süden. Irgendwo hier eine einzelne kleine Hütte. Mitten in den Bergen. Und hinten ist noch ein Hornwolf. Au, 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 au. Der hatte richtig gezwiebelt. Ja, viel besser so ein Schild. Nein. Nicht abhauen. Wir brauchen eine Zähne und Zeug. Ja, Fleisch, vor allem Fleisch.